Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir sprechen heute mal wieder über den VXX. VXX, das wisst ihr. Und jetzt einfach die Frage, ist der VXX ein Free Lunch Trade, ja oder nein? Der Frage gehen wir nach jetzt hier im Video. Der VXX, ne, den gibt es ja jetzt schon relativ lang, den gibt es schon seit 2009, wobei der ursprüngliche VXX, der lief ja nur bis in den Januar 2019, dann hat er aufgehört zu existieren. Es gab den Nachfolger, der hieß anfangs VXXB, also die B-Serie, und jetzt hat man ihn aber der Einfachheit halber wieder umbenannt in VXX. So. Und immer wieder sehe ich, dass es da Fragen gibt. Ne? Also der VXX wird im Grunde genommen mehr oder weniger verstanden, aber es wird nicht immer richtig verstanden, was eigentlich für Risiko darin steckt. Und jetzt hatten wir die letzten Tage hier ein Volatilitätsseminar. Und in diesem Volatilitätsseminar, da haben wir neben vielen anderen Strategien unter anderem auch eine ganz konkrete Strategie auf den VXX besprochen. Also mit ganz konkreten Ein-, Ausstiegszeitpunkten, ne, mit Risiko und so weiter und so fort. Und das hier, das ist noch ein Original aus diesem Seminar. Und deswegen will ich euch heute hier in diesem Video ganz kurz mal einen kleinen Punkt zeigen, über den ihr einfach nur mal nachdenken solltet, okay? Die ganze Strategie, das dauert viel, viel länger, aber ich will euch einfach dann nur mal diesen kleinen Punkt hier zeigen. Stellt euch einfach mal folgende Situation vor. Es gibt historische Rückrechnungen für den VXX. Wie hätte der sich in der Finanzkrise 2008 verhalten? Und in 2008, oder wenn es ihn in 2008 schon gegeben hätte, wie gesagt, den gibt es ja erst seit 2009, aber wenn es ihn damals schon gegeben hätte, dann hätte es ja sich in der Finanzkrise verfünffacht. Das heißt, der Preis wäre eben entsprechend angestiegen. So, und jetzt haben wir mal eine ganz einfache, simple Überlegung angestellt. Und zwar folgendermaßen. Wenn der VXX, der stand hier an dem Tag des Seminars, gerade bei 28, dann ist die Frage, wie viel kann ich denn da maximal verdienen, wenn ich ihn leer verkaufe? Ne? Also ich gehe den jetzt einfach short. Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt Calls darauf schreibe oder so. Es ist nur eine Überlegung jetzt mal. Also wie viel kann ich maximal verdienen? Wohin kann der tendenziell laufen? Und da wissen wir, der könnte maximal auf Null laufen. Und das bedeutet, der maximale Profit, den ich in einem Short im VXX machen kann, war hier 28 Punkte. Jetzt rechnen wir das mal um und sagen, okay, was wäre denn, wenn wir heute ist der Stichtag, jetzt geht es wieder los, neue Finanzkrise à la Lehman, und der würde sich wieder verfünffachen. Ne? Dann würde der so roundabout auf ungefähr 130 steigen. Ungefähr 130, okay? So, und was wäre denn dann mein Verlust, wenn ich bei 28 Short gegangen wäre? Ich wäre bei 28 Short gegangen und jetzt wäre er auf 130 gestiegen. Und das seht ihr hier, dann wäre mein Verlust 102. Das heißt also, in diesem Szenario wäre mein möglicher Profit 28 und mein mögliches Risiko 102. Ist das ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis? Ich glaube es eher nicht. Ne? Und um das einfach mal in Zahlen zu finden, haben wir dann Folgendes gemacht. Und zwar, wir haben einfach gesagt, okay, stell dir mal vor, du hast ein 10.000er Konto. Und warum ein 10.000er Konto? Weil natürlich auch viele, die kleine Konten haben, sagen, hey, ich kann doch Calls darauf verkaufen. Okay, ich verkaufe einfach Calls auf den VXX und zur Not lasse ich mich halt dann andienen. Und dann schreiben halt nur andere, ja, da kann dir ja eigentlich nichts passieren, weil über kurz oder lang wird er definitiv wieder nach unten gehen. Und das stimmt auch alles. Die Frage ist nur, hältst du das aus? Und deswegen jetzt hier folgende Überlegung. Angenommen, du würdest bei 28 in dieses Produkt eingebucht werden, ne? Und zwar 100 Stück, okay? Weil bei einem Call, du weißt, bezieht sich auf 100 Stück, würdest du also 100 Stück bekommen. Das heißt, du würdest beim 10.000 Konto $2.800 in diesen Short investieren. So, könntest du das machen von der Margin? Selbstverständlich, kein Problem. Aber wenn der jetzt mal angenommen auf 130 steigen würde, dann ist deine Short-Position plötzlich 13.000 groß, also die läuft gegen dich. Bei einer Kontogröße von 10.000 gibt es da schon mal ein ziemliches Problem. Das heißt, du würdest an der Stelle Margin Calls bekommen. Du wärst platt. Ne? Und dann nützt dir das eben alles nichts, wenn du sagst, okay, diese Überlegung, ja, da geht irgendwann dann auch schon mal wieder runter, weil das stimmt. Es ist trotzdem, du erlebst es einfach nicht mehr. Und deswegen ist der VXX ein Free Lunch. Nein, ist er natürlich nicht. Er ist eine geniale Idee oder ein geniales Instrument, um damit Geld zu verdienen. Er ist viel, viel besser als beispielsweise der SVXY. Ja, also viel, viel besser. Aber es ist eben keine Strategie, wo man sagt, okay, blind irgendwas leer verkaufen oder blind irgendwelche Calls verkaufen, die Zeit wird es schon richten. Wenn du hier
ein paar wichtige Punkte nicht beachtest, dann wird dich dieser Trade oder kann dich dieser Trade wahnsinnig viel Geld kosten. So, und wir haben das dann noch ein bisschen ausgebaut entsprechend hier ging es dann noch weiter, wie viel kann man denn eigentlich pro Jahr verdienen, wenn der so und so viel pro Jahr verdient, weil das ist auch noch eine wichtige Sache. Ne? In dem Leerverkauf ist es ja auch nicht so, dass du dann jedes Jahr gleich viel verdienst, sondern es wird mit abnehmendem Preis dann immer weniger prozentual und so weiter und so fort. So, ich wollte euch damit eigentlich nur einen Impuls geben. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Produkte handelt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Produkte versteht. Wenn ihr nämlich diese Produkte nicht versteht, dann wird irgendwann der Tag kommen, wo ihr sie schmerzhaft verstehen lernt. Irgendwas passiert an der Börse. Bei den Volatilitätsprodukten haben wir das erlebt. Im Februar, am 5. Februar 2018, wo auch plötzlich ganz, ganz viele aus ihrer heilen Welt des Short-Volatilitätstrainings aufgewacht sind und plötzlich wahnsinnig viel Geld verloren haben. Und wenn ich dann auch immer so Strategien höre, ne, wo dann gesagt wird, ja, das machen wir schon seit 10 Jahren, wir haben da jedes Jahr 40% verdient. Ha, ha, ha. Im Leben nicht. Ne? Im Leben nicht. Und die das so gemacht haben, die werden auch am 5. Februar alle aus dem Rennen genommen worden. Also glaubt nicht solche blinden Versprechen einfach, sondern prüft das nach. Und vor allen Dingen eins ist ganz wichtig. Ihr könnt über diese Produkte alles lernen. Und das ist die Grundvoraussetzung. Lernt etwas über dieses Produkt, weil dann könnt ihr es auch erfolgreich handeln. Die meisten Leute verlieren immer an der Börse, egal ob jetzt mit Optionen, mit ETFs, mit CFDs, mit Zertifikaten, weil sie sich in den Produkten nicht auskennen. Ne? Dabei wäre es gar nicht so schwierig, sich mal damit zu beschäftigen. Und du hast mehrere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel hier auf YouTube schon ganz viele Videos über den VXX gemacht. Ne? Wir handeln diesen VXX hin und wieder mal in unserem Börsendienst. Oder aber du machst eins. Du schaust dir zum Beispiel unser Online-Programm an, ne? Optionshandel für kleine Konten. Da haben wir eine Strategie auf den VXX sogar ganz, ganz ausführlich beschrieben. Mit Einstiegen, mit Ausstiegen, mit Risiko, mit Money Management, mit allem, was dazugehört. Link findest du hier unter diesem Video. Und das musst du dir einfach auch wert sein. Das muss dir dein Geld einfach wert sein, dass du sagst, okay, ich informiere mich erst, bevor ich so ein Produkt handle. Weil hinterher, wenn du es nicht gelernt hast, einfach sagt, wird schon gut gehen, das kostet dich ein Vielfaches von dem, als wenn du sagst, okay, ich nehme mal hier ein paar Euros in die Hand, lern was darüber, lass mich da entsprechend ausbilden und weiß dann einfach auch, wie ich dieses Produkt einsetzen kann. Wir verdienen mit dem VXX richtig viel Geld, aber weil wir eben auch wissen, was da zu tun ist, und das ist keine Raketenwissenschaft, das ist nichts Besonderes, du brauchst keine geheimen Tricks, sondern man muss ihn einfach nur verstehen. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, die meisten Leute eben nicht verstehen. Ne? Also viele verstehen auch nicht, warum die Vola fällt und der VXX noch steigen kann und so weiter. Das haben wir hier ganz, ganz ausführlich im Seminar besprochen. Jetzt brauchst du nicht schauen, nein, es gibt kein Volatilitätsseminar mehr in diesem Jahr, die sind alle ausgebucht, wenn dann vielleicht wieder 2020. Deswegen, wenn du ganz schnell was haben willst, dann, wie gesagt, schau dir deinen Online-Lehrgang an. Wenn du sagst, okay, vielleicht mal schon fürs nächste Jahr vormerken, dann gibt es hier unten einen Link, da kannst du drauf gehen, Rabe Academy, und kannst einen Termin vereinbaren und dann sprechen wir mal miteinander, was wir für dich tun können. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.